Ja, es ist so, dass wir eine Akut- und Notfallstation jetzt hier gerade wieder neu in Betrieb nehmen. Und ein Teil des Raumprogramms besteht darin, dass es geeignete Räumlichkeiten braucht für Menschen, die in einer außergewöhnlichen, anspruchsvollen Situation reizabgeschirmt werden müssen. Das heißt nicht, dass wir jemanden nehmen und in irgendein Zimmer einsperren und ihn sich selbst überlassen, sondern es geht darum, dass jemand zur Ruhe kommt, sich wieder ein Stück weit auf seine eigene Person konzentrieren kann. Diese Räumlichkeit ist so konzipiert, dass man sich selber, aber auch anderen nicht gefährlich werden kann. Es ist einfach so, in bestimmten Situationen ist man für sich selber und andere auch eine Gefahr. Wir haben diese Räumlichkeit nach einer eingehenden Recherche dementsprechend ausgestattet. Es ist eine Räumlichkeit, die möglichst für einen kurzen zeitlichen Abstand benutzt werden soll. Und wenn Sie sich jetzt hier die Wände exemplarisch angucken, rechte und linke Seite, dann hat der Patient, der Mensch in dieser außergewöhnlichen Situation die Möglichkeit, sich hier mitzuteilen, indem er das Ganze bemalt, beschreibt etc. Ein weiteres Detail dieser Räumlichkeit ist die Beleuchtung. Wir haben vier unterschiedliche Quellen, Lichtfarben, die man einsetzen kann, von einem Lindgrün bis jetzt zu diesem Blau. Farben sind ja bekanntlich auch geeignet, um jemanden zu beruhigen. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, Musik zu hören. Man weiß, welches Datum ist. Man kann dementsprechend Körperpflege und notwendige Ausscheidungen vollziehen. Das ist ja eine Geschichte, die was mit den Grundrechten von Menschen zu tun hat. Diese Räumlichkeit ist so konzipiert, dass die Möblierung aus Schaumstoff besteht. Hier geht es, wie gesagt, für einen ganz begrenzten Zeitraum um einen Ort, wo man zur Ruhe kommt, wo man schlafen kann. Sie haben hier die Möglichkeit, auch jemanden zu kontaktieren. Die Mitarbeiter im Akutbereich sind ständig vor Ort. Hier kann man Kontakt aufnehmen. Und ein weiteres Detail in diesem Zimmer ist die Tür, die man speziell offen stehen lassen kann. Hier gibt es so einen Rastermechanismus. Und ansonsten gibt es zwei Zimmer auf dieser Akutseite der jeweiligen Akut- und Notfallstation. Die Verweildauer hier kann von wenigen Stunden bis 2 bis 3 Tage dauern. Das Ganze ist immer wieder oberärztlich neu zu überprüfen. Die Indikation dafür muss vorliegen. Und wie gesagt, der Versorgungsauftrag, den wir wahrnehmen, Pflicht- und Regelversorgung für den nördlichen Teil des Kantons St. Gallen, beinhaltet eben auch Menschen, die unter, sagen wir mal, erschwerten Bedingungen zu uns kommen, die nicht freiwillig hier sind, wo es um Erregungszustände etc. geht. Und wir versuchen ihnen hier auf eine möglichst menschliche Art und Weise zu begegnen.